Na Wendt, heute gibt es ein Kartenspiel. Ein bisschen große Box. Es stimmt auch, es ist nicht nur ein Kartenspiel. Es ist ein Stichspiel mit Spielplan, sozusagen. Ugo heißt das Ganze, ist von Ronald Hoekstra, Thomas Jansen und Patrick Zuidhoff. Die Grafik hat Franz Vohwinkel gemacht. Aber das hat der geneigte Zuschauer wahrscheinlich schon entdeckt. Wir gucken wieder rein, was drin ist. 2013 erschien bei Playlist One und ich führe wie immer kurz in die Regeln ein. So, dann schauen wir mal, was der nette König hier für uns bereithält. Menge Spielregeln, kann man nicht meckern. Unter anderem natürlich auch auf Deutsch. Ein Stapel Karten. Eine Menge von diesen süßen kleinen Bauernchips. Hier seht ihr sie mal in groß. Ach, brauchen wir jetzt gar nicht mehr rauszuholen, um das Spiel zu erklären. Und so einen zweiteiligen Spielplan für jeden Spieler. Der besteht aus einem großen Teil und einem kleinen Teil. Den bauen wir jetzt auch einfach auf. Und dann geht es auch schon los. Man mischt alle Karten und egal wie viele Spieler mitspielen, es spielen immer alle Karten mit und man kriegt trotzdem immer nur 10 Karten. Das heißt also, es wird bei drei Spielern, ist das auch noch zwei, ja, ab zwei Spielern, für zwei Spieler schon sehr, sehr glückslastig, weil man überhaupt nicht mehr nachhalten kann, welche Farben sind raus. Bei vier Spielern sind nur vier Karten draußen, da geht das einigermaßen. Spiel ist übrigens als Familienspiel gekennzeichnet, ab 10 Jahren. Ja, passt, glaube ich. So, jeder kriegt 10 Karten. Und Stichspiel, muss ich hoffentlich nicht erklären. Ich erkläre es trotzdem. Heißt, man spielt eine Karte und die anderen müssen etwas Höheres oder Niedrigeres legen. Und da gibt es aber die verschiedensten, die kleinere Unterschiede. Je nach Stichspiel, ich erkläre es euch, man muss bedienen. Das heißt also, auf eine grüne Karte muss ich eine grüne Karte legen. Habe ich keine grüne Karte, kann ich auch eine andersfarbige Karte nehmen. Jetzt kommt es, was nicht bei allen Spielen so ist. Wir machen mal einen anderen Stich. Wurde rot ausgespielt. Jetzt ist etwas, was nicht bei jedem Stichspiel so ist. Wie gesagt, wenn ich nicht bedienen kann, kann ich irgendeine Karte legen. Und ist die höher, ist das plötzlich mein Stich. Alle anderen Spieler müssen weiter rot bedienen. Aber ich bin mit meiner grünen 8 jetzt der Meiste. Einzige Chance, diesen Stich noch zu kriegen, wäre eine rote 8, weil da dann wieder derjenige den Stich bekommt, der in der Farbe bedient hat. So, wenn man seinen Stich bekommen hat, kann man ihn sich so, wie man möchte, hinsortieren. Beginnt von hier vorne auf die verschiedenen Farben. Und ihr ahnt schon, was jetzt kommt. Später kann es passieren, dass ich aus dieser 6 zum Beispiel eine 5 machen muss, weil ich die Karte in irgendeinem Stich drin hatte. Oder aus der, die Karten, die sind heute irgendwie verhext ein bisschen hier, oder aus der, ich finde sie jetzt nicht, nehmen wir die 3, aus der schönen dicken 8 eine 3 machen muss. Das ist das eine. Am Ende gibt es Punkte, und zwar für die Zahlen, die hier oben stehen, so denn diese Felder, die wir hier bebauen, überhaupt mit Bauern versorgt sind. So. Felder, auf denen Karten liegen, aber keine Bauern, zählen 5 Minuspunkte für jeden Bauern, der fehlt. Dafür zählen die letzten drei Felder hier sogar schon leer, wenn sie mit Bauern belegt sind, einen Punkt. Wenn keine Karte drauf liegt und keine Bauern, 0 Punkte. Soweit sollte dieses Spiel klar sein. Jetzt gibt es noch eine kleine Besonderheiten bei den Karten. So,
Eine 0 ist eine 0, sind 0 Punkte und können einen ganz schön ärgern, wenn man die mit einem Stich einfach dazugeschmissen gekriegt hat, weil man die eventuell auf seine gelbe 8 legen muss und dann hat man aus 8 Punkten plötzlich 0 Punkte gemacht. Alle Zahlen von 3 bis 7 haben hier oben so kleine Bauernsymbole. Wenn man einen Stich mit diesem, wenn man nach dem Legen die oben zu liegen hat von dem aktuellen Stich, dann bekommt man so viele Bauern. Das heißt also, wenn ich jetzt, ich müsste also bei der 4 und der 7 müsste ich schon überlegen, lege ich die 7 nach oben, weil sie 4 Punkte bringt? Oder lege ich die 4 nach oben, weil da 2 von den Bauern drauf sind? Eine kleine Besonderheit ist noch die 8. Da ist nämlich gar kein Bauer drauf. Dafür zählt der Satte 8 Punkte. Diese Karte, wenn ich die in einem fremden Stich unterbringe, also quasi sie abwerfen musste, muss ich mir merken, dann kriege ich einen Bauern, auch wenn ich selber gar nicht einen Stich bekommen habe. Und noch etwas schräger ist es bei der 1. Verliere ich diese Karte durch einen Stich der gleichen Farbe, also in diesem Fall hier einem gelben Stich, bekomme ich einen Bauern, gelingt es mir, diese Karte ähnlich wie die 2 in einen fremden Stich abzuwerfen, bekomme ich sogar 2 Bauern. Am Ende, wenn alle 10 Karten gespielt sind, wird geguckt, wie viele Punkte habe ich, wie viele Minuspunkte habe ich eventuell. Man spielt, dass jeder einmal Geber war und dann wird geguckt, wer die meisten Punkte hat. Hier ist eine Zeit von 40 Minuten angegeben. Das denke ich, das passt auch ziemlich gut. Ja, Hugo, ein schönes, schnelles Stichspiel, auch nicht zu kompliziert. Macht Spaß, würde ich sagen. Kauft euch wahrscheinlich, irgendwo auf dem Grabbeltisch liegt schon rum, eigentlich schade. Ah nee, stimmt gar nicht. Es wurde zwischendurch nochmal aufgelegt von irgendwem anders. Aber guckt euch gerne mal an, es lohnt sich. Vielen Dank, der Frank.